Leute. Ja, die Maske mit so einem fetten Schnitt. Na, machen wir mal weiter hier. So. Oder auch wieder dieser Schnitt durch den Bildschirm. Keine Ahnung, was das ist. Aber egal. So, hier im Menü bleiben wir mal kurz. Also, wie angekündigt, mache ich jetzt als Comeback-Special, weil ich nun mit PC, mit neuem Mikro, mit allem, also wirklich alles ist neu. Und so fange ich jetzt, so starte ich jetzt nochmal richtig durch, so fange ich neu an. Und ja, als Comeback will ich mein allererstes Let's Play Zelda Majora's Mask nochmal Let's Playen. Und diesmal werde ich wahrscheinlich sogar 100% spielen. Also ich hab's vor. Ob ich's schaffe, weiß ich nicht. Ich hab's noch nie zu 100% gespielt, deswegen ist es auch eine kleine Herausforderung. Aber ich freue mich. So. Und nun wollen wir mal noch ganz schnell bei Optionen auf Deutsch stellen. Genau. Ja, hier so B, speichern. Genau. Dann wollen wir mal loslegen. So, wir nennen uns Nils, beziehungsweise ich nenne mich Nils. So, und dann beginnt jetzt unsere Reise. Erneut. Ich hab voll Bock drauf, Mann. So. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. So, Leute, das schöne Intro. Wir wollen einfach mal alles auf uns wirken lassen. Also, das heißt, ich bin jetzt ein bisschen ruhig. Gut. What the fuck? Schlecht hier laufen, wa? Das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Hihihihihi. Ach, ich entschuldige mich nochmal übrigens für den Sound, weil manchmal da stockt es ja so komisch, habt ihr ja gerade gehört, bei dieser übelst dramatischen, bösen, finsteren Musik. Das liegt wohl am Emulator oder sonst wo. Aber ich glaube, das war früher schon so, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Oh nein, meine Ocarina ist ein Arsch. Oh. Was für ein hübscher Ocarina! Hey Horror Kid, lass mich auch mal, ich will sie sehen! Das geht nicht, Tal! Stell dir nur vor, sie fiel dir aus den Händen und würde zerbrechen! Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall! Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Oh, mein Kopf! Alter! Wie er guckt, das ist so geil, der Blick. Oh, Scheiße, was? Ocarina, wo? Und los geht's. Also ich wäre schon längst wieder abgefallen, weil ich einfach nicht durchhalten würde. Und er mit seinen neuen Schuhen, ey. Horrorkids sind so eklig. Ja, mit den Armen und alles so dünn und faserig und holzig.
Na gut, Dekus sind auch holzig, aber Dekus haben wieder sowas Süßes an sich. Boah, voll der Leck. Boah, voll weggeschleudert. Ja, also Leute, worauf ich am meisten gespannt bin, ist so, ich werde mir bestimmt einige alte Videos und neue Videos angucken, so praktisch so hintereinander weg. Und dann kann man ja schön vergleichen, wie ich damals total schüchtern war in den ersten Videos. Das war ja schrecklich, ey. Das ist mir sogar peinlich, wie schüchtern ich war. Und ja, jetzt ist ja eigentlich alles locker, wa? Ja, aber hör, als ich hier vorhin schon Testvideos gemacht habe, da kamen hier aus dem Grasbüschel schon über 15 Rubine raus. Und jetzt hier nur 7. Das ist jetzt aber ein schlechter Scherz hier, oder was? Ja, ich will mehr Rubine, mehr. Na, also, so. Nochmal 5 bitte irgendwo hier. Mann. Naja, 20 Rubine. Am Anfang ist das gut. So. Da ist noch das Wuschi-Wuschi-Buschi-Gras. Hat sich so cool hin und her bewegt. Zack, zack, zack. Und Häcksel und Schneid und Kratz und so. Dann wollen wir mal hier Akrobatikleistungen vom Feinsten bringen, ne? Zack. Ja, jetzt hier, schöne Saltos, zack. Bams, bams, cool. Und ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Boah, oh, scheiße, in den Abgrund, nein. So ungefähr würde ich da reagieren. Aber ich würde auch nicht so reinrennen, ich würde voll vorsichtig ranschleichen und dann würde ich nicht mal irgendwie, hätte ich Angst und so, ne? Und hier auch bei dem Moment, wenn mir sowas im echten Leben passieren würde, ich würde voll die Psycho-Träume kriegen und nicht mehr klarkommen, ne? Oh, bam! Ja, vor so einer Blume hätte ich auch Angst. Boah, scheiße! Die Augen, wie die glühen oder leuchten, ist total krass. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. Tja, wenn ich reiten könnte, selbst schuld, ne? So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hihihihi. Oh, buhu. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Na komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Jetzt kommt ja dieses, wo das Bild so komisch geschnitten ist. Also ich hoffe, das stört euch nicht, aber woran liegt das? Das ist doch voll komisch. Das war damals auch nicht, oder? Voll komisch geschnitten, Mann. Naja, egal, kann man nichts machen. Boah! Scheiße, was ist hier los? Alter, da würde ich so Panik kriegen, ey. Los, Link, renn, los! Schneller, 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 es ist nur ein böser Traum, ha? Oh nein! Ah! Oh, diese Musik, ey, voll fies. Oh nein, Link! Und ihr feiert im ablosen Kopf. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Tschüss. Ja, komm her, du Arschmann. Boah, da. Boah, voll angemacht, ey, die scheiß Fee. Schwester! Du. Einfach zu gedunkt. So. Oh nein. Hey, Horakel, warte auf mich. Ich bin doch hier. Und da halt du ganz nicht ohne mich fort. Ich weiß gar nicht, wie ich die Stimme machen soll. Ich muss mir unbedingt nochmal die alten Parts angucken und gucken, wie ich die Stimme da hatte. Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich jetzt nicht... Scheiße. Nun sitze ich hier rum, Deko-Junge. Tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Du hast doch gar kein Gesicht. Hör auf mich anzustarren, öffne diese blöde Tür. Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen, bitte dich. Also beeil dich, Gefäß.
Mutter, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Wie sie mich hier rumkommandiert, ey. Und let's Beyblade. Yeah. Zack. So. Nee, ich hab so einen Bock auf das Let's Play. Total geil, Mann. So, wir haben noch locker 5 Minuten. 4 Minuten haben wir noch locker Zeit. Wir haben noch mal weiter hier. So. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was davon geschehen ist, ich, entschuldige mich. Also, nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde dir von nun an so lange bei dir bleiben und mit dir Sachen machen, die ich sonst nicht tun würde. Mein Name ist Taya. Also nett, dich kennenzulernen so. Oder auch nicht. Hm. Nachdem wir das nun geklärt haben, können wir uns ja endlich in Bewegung setzen. Hm? Ich hab's endlich mal. Ja, du Arsch. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke Pfeil hoch und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du da irgendwie klar und so. Ich komme damit nicht klar. Was soll denn das alles? So, Wuschi, Buschi, Gras. Buschi, Buschi, da, 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 da. Gras, das ist so doof. Mann, ich glaube, wenn ich alles getroffen hätte, hätte ich nochmal 20 Rubine gekriegt. So, ab in die Superblumen. Und, stup. Scheiße, ich fange schon so an wie Marcel. Ey. Was ist denn hier los, Mann? Ich verbringe echt zu viel Zeit mit ihm. Die olle Fee, die soll ja nicht immer rumtuten. Rumklingeln. Ich weiß doch, wie es geht. Ja, ja. Zack. Oh mein Gott. So, da hier noch eine schöne Kiste zu holen ist, will ich mir erstmal die Kiste da holen und öffnen und so. Zack, drum. Und ab zur nächsten Säule. Holz, Säule. Was ist das eigentlich? Ist das Holz oder Stein? Egal. Ich will es nicht ausprobieren, sonst falle ich noch runter. Und unser erstes Item. Du erhältst eine Deko-Nuss. Drücke B, während du fliegst, um eine Deko-Bombe abzuwerfen. Beim Aufprall zerbürst die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet. Sehr geil. Alle wollen die Deko-Nüsse. Esst Deko-Nüsse und eure Zähne werden strahlen. Ey, der war gar nicht so schlecht, wa? Scheiße, wo muss ich jetzt lang? Ich hoffe, ich fliege hier. Nein. Doch, ich schaff's. Ich schaff's. Los, Link. Los, Link. Boah. Oh, du bist so gut, Mann. Boah. Hey, du, mach schon. Drücke Z und sprich mich gefälligst an, Mann. Oh, ups. So, zack. Na gut. Na also, siehst du? Mit ein wenig gutem Willen geht alles. Fliege ich zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Na gut, dann gehen wir mal zu diesem Baum und sehen ihn uns an. Oh, der Baum. Der sieht voll so traurig aus. Eigenartig, auf irgendeine Art und Weise siehst du diesen Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja. Leute, ich würde sagen, das ist eigentlich ein passender Punkt, um zu beenden. So, hier neben unserem Kumpel dem Baum. Ja, im nächsten Part betreten wir dann die Unruhestadt. Ich denke mal, wer das Spiel kennt, beziehungsweise mein erstes Let's Play gesehen hat, der kennt sich ja hier schon aus, ne? Und ne, also ich bin richtig fröhlich. Ich bin hier richtig optimistisch mit dem Let's Play. Macht voll Spaß und so. Ich habe jetzt schon mega Bock. Und wird auch so bleiben. Nur der Sound ist gerade komisch hier. Hört ihr das? Ja, okay, lassen wir das. So, Leute. Also im nächsten Part betreten wir dann die Unruhestadt. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.